Mystic noch high. Hey, Mystic noch high. Als ob mich das überraschen würde, dass das passiert. Was haben wir hier? Kommt überhaupt wahrscheinlich. Kommt hier was dann? Oh. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus. Also, falls ich hier irgendwas machen könnte, was sehr wahrscheinlich so ist, dann wüsste ich jetzt nicht, wie das macht. Schaue ich mir später mal an, jetzt weiß ich gerade nichts damit anzufangen. Aber ich habe die Bälle nicht umsonst gekauft, denn Leute, die sich ein bisschen mit dem Spiel auskennen, mit dem Original, wissen, dass es noch ein anderes legendäres Pokémon gibt, was auf uns wartet. Von daher habe ich die halt dafür gekauft. Genug! Okay. Komme ich denn zu dem Typen überhaupt hin? Ja klar. Vielleicht kann ich das ja mit dem Sheet aktivieren. Kann ich das mit dem Sheet aktivieren irgendwie? Ich hoffe das. Beziehungsweise, wie gesagt, ich werde mich informieren. Keine Sorge. Ich schaue, was ich da machen kann. Aber fürs Erste möchte ich hier kämpfen. Wenn du den Battleturm gehst, dann kann... Gibt's hier eigentlich... Ich kenne mich mit dem Battleturm nicht aus in dem Spiel. Gibt es hier einen... Was? Was? Nein, 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 ich will das nicht. Gibt es hier einen Champion? Also einen Boss sozusagen? Jaden vom Main. Ja, das weiß ja eigentlich, was es ist. Also ich werde das auch sicherlich dann so machen. Wollte es hier einen Boss sozusagen geben, dann werde ich natürlich. Oh, die können schon nicht mehr mitmachen. Wow, da muss ich ja mit den drei jetzt oder was? Ich kann das zumindest ja mal erstmal zeigen, ne? Ja, ja, Schnauze. Ich kann das ja zumindest erstmal zeigen. Also wenn es hier einen Champion gibt, dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Fürs Erste machen wir das hier. Wow, das wird sowieso nichts werden, wenn ich das schon sehe, wie es hier anfängt. Mantaqual, das war doch schon doof. So gewesen, wie soll ich das machen? Da da da, das ist von Takwala. Regentanz. Oh nee, was. Alle schlimmen Dinge kommen wieder an. Blöde Erinnerungen! Elenda. Hm. Wir haben da aber eine hohe Chance, dass wir noch Pokémon sehen, die wir noch nicht hatten. Blättertanz. Liebe. Das ist übrigens nicht effektiv, würde ich mal anmerken, weil das ja ein Feuer-Pokémon ist. Egal. Kann ich das noch einsetzen? Nö. Wird dann das hier funktionieren, sicherlich. Money Wave. Was? Ich sag mir nicht, jetzt hat H2O Absorber das Ding. Mud Attack. Ja, das ist schon wirklich besser. Tschüss. Ich bekomme hier keine EP, also nicht wundern. Das sind die Leute, die das nicht kennen mit dem Weltraum. Oh ja! Ich tue das ein bisschen durch hier. Voila. Hey! Wow, das wird doch nie was werden, ja. Ich meinte, das ist einfach nur just for fun, kurz mal. Den Duellturm werde ich tatsächlich mit Level 100 Pokémon von meinem Hauptteam machen, dann, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, fürs Erste ist das hier einfach nur reine Unterhaltung von mir hier. Wow! Das wird doch sowieso nichts, das sehe ich doch jetzt schon hier. Ja, dann kommt sowas und da habe ich gar nichts gegen. Perfekt. Ironal. Oh je. Wie gesagt, das verschieben wir auch mal auf später. Erstes Interview hier. Wow, ich war genäht. Ich war richtig genäht. So. So viel zum Duellturm. Zumindest vorerst. Dann flake ich mal zum letzten Einsatzort. Zumindest von dem, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich tun will. Und auch das sollte kein Geheimnis sein, was jetzt davor steht. Rayquaza. Ah, da, ich sehe es doch schon. Da ist meine Landefläche. Destiny Cave.
ich jetzt jeden Stand anquatschen, ob da ein Item drin ist? Nein. Schön abgeschnitten. Da konnte ich noch nicht mal einen Surfer einsetzen an der Stelle. Ich habe extra geguckt. Was? Was? Was ist hier passiert? Was ist das? Ich kann hier nichts machen. Ich hänge mal fest hier. Hey! Jetzt bin ich ganz woanders auf einmal noch, wie ich wieder reingegangen bin. Ich bin total verwirrt gerade. Ich bin wieder reingegangen in die Höhle und auf einmal bin ich jetzt hier. Ja, das ist kein bisschen seltsam. Nein. Ja, das war super. Ey, die Höhle ist ja echt cool wie sonst was. Was hat er denn hier gemacht, ey? Ich habe gerade auch den Sinn nicht verstanden, dass ich da halt rausgegangen bin aus der Destiny Cave. Und dann plötzlich wieder reingehen musste in denselben Eingang. Das war sehr toll. Oh. Was soll das, ey? War so ein Surferort einfach ohne Grund. Na schön ist das! Ich werde das jetzt natürlich erstmal so probieren, ist ja ganz klar. Na, das war schon mal nicht. Aber ich glaube, hier bin ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Sondern ist schon getan. Oh, nicht du, ey, nicht, dass du hier die Handyattacke einsetzt. Bloß nicht. Ich hab's geschafft. Auch sehr sinnvoll, muss ich sagen. Anstatt einfach diesen kleinen Abschnitt, der gerade da war, wegnimmt, sodass ich da direkt hinlaufen kann, dann muss man mal extra eine kleine Höhle reinlaufen. Boah, das ist dumm. Ich könnte mich wirklich tagelang über das Map-Design aufregen, ne? Das ist so blöd. Was haben wir jetzt mal bald? Oh Gott. Oh ja. Eis. Der wollte nochmal alles reinbringen, euch das Gefühl. Der wollte nochmal alles reinbringen. Hat er aber also ja richtig Spaß gehabt hier. Das war auch wieder super schwer, möchte ich nebenbei anmerken. Ich bin richtig in Schwierigkeiten gekommen beim Denken, wie ich das lösen muss. Ich werde sowieso keinen Schutz einsetzen können, da ich keinen habe, aber allein zu schauen, was für interessante Pokémon hier reingesetzt hat, macht es das schon wert, keinen Schutz einzusetzen. Was? Ich bin nicht mal. Habt ihr das gesehen? Ich bin am Anfang, als ich auf dem Wasserfall gespawnt bin, und nicht mal automatisch runtergegangen. Ich musste mich erst bewegen, damit das funktioniert hat. Perfekt. Hä? Ach so, ich muss Kaskade einsetzen. Ernsthaft? Was? Ich hab kein Kaskade dabei, ich stehe jetzt noch nicht mit gerade von der Partie. Und dann muss das halt ersatzweise Kalle erledigen. Gut, dass ich ein Wasser-Pokémon hier habe, ne? Es tut mir leid, die letzte Lunge, die ich irgendwie hätte zeigen können, die letzte Lunge musste weg. Kalli! Kopfnuss-Kalle, komm! Bring mich nach oben. Ich wollte gerade überlegen, gibt es irgendein spannendes Gesprächsthema, aber ich bin schon oben, das ist gut. Das erleichtert die Sache ungemein. Hallo, Safe State. Hallo. Den Namen kennen wir noch. Eklonius. Von dem Museum haben wir das erste Mal erfahren. Oh.
was du sicherlich ganz spaßige Flugattacken, womit du mich schon hättest One-Hit ausschalten können, aber das hast du auch sowieso fast so schon geschafft. Es ist auch sehr gut von mir, einfach mal mit 346er Pokémon reinzugehen. Na gut, da ist schon 48. Oh, das war wirklich sogar total blöd. Besieg mich mal bitte. Dankeschön. Hätte ich jetzt nämlich nochmal Dragon Fury benutzt, dann wäre das Ding weg gewesen. Ja, Dinosaur, du bist wieder unser All-Time Carry, das weiß ich. Denn du wirst diese Attacken locker aushalten können, wenn da nochmal welche kommen. Aber jetzt werde ich sowieso ab jetzt Bälle schmeißen. Schön, wie da unten dieser eine Great Ball ist, den wir noch, gefunden haben. Vielleicht machen sie nochmal selbst ein bisschen Schaden. Was? Ja, ich kann nicht dran nicht mal. Ich kann da nicht mal einen Ball werfen. Hey, wir werfen mal den Great Ball, damit ist das. Oh! Was hielt das? Was? Was? Das war komisch. Gibt's das im Original auch so? Dann konnte einfach einen Ball werfen, wenn sie hochgeflogen ist. Vor allen Dingen habt ihr gesehen, dass der Great Ball sich zweimal bewegt hat, als ob es was drin war. Das wäre es gewesen, ey. Das ist ja mindestens so witzig gewesen wie das mit Backlo. Komm ey. Das ist natürlich schön, dass das funktioniert. Das, das ist doch bestimmt ein Bug, oder? Das kann's doch nicht. Das kann's doch auch nicht so gegeben haben. Ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll. Eclonius? Eclonius? Ich weiß es doch nicht. Was sich Buzzer bei diesem Namen gedacht hat. Du triffst auch sehr oft mit dieser Flugattacke, wenn ich den Eindruck. Ach, die Bälle. Body Throw. Du sollst dich aber bitte nicht selbst besiegen, das möchte ich nicht. Bisher. Wir werfen weiter Bälle. Ich werf sie gerne. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Ja, jetzt kürze ich sowieso ab. Weg gleich nochmal mein Leben nutzen, sobald. Ich bin auf einem. Oh oh. Er besiegt sich gleich. Kann ich hier das bitte so lange gut bleiben? Nein, das will aber nicht. Nö, das will nicht. Oh oh. Wow, jetzt bitte bleib drinnen. Toll! Toll. Fantastisch. So, wie mache ich das jetzt? Also es wird sicherlich mit Dragon Fury draufgehen, aber ich muss nur probieren, ob das klappt. Ja, sehr gut. Also besser geht's doch gar nicht. Nein, nicht selbst vernichten. Das ist genau das Problem, was ich mit dem Kampf habe. Es wird sich immer selbst vernichten, sobald es diese Attacke benutzt. Das ist genau das Problem, das ich mit diesem Kampf habe. Nein, du nicht. Nein, das ist aber auch nicht gerade perfekt. Paralyse, perfekt. Ja, ist ja so witzig, wenn ich das fangen würde, während es in der Luft ist, ne? Nee. Was kannst du da nicht mal mit diesem Turbo-Tempo scheiße? Ich wusste, dass es keine schlechte Idee war, 50 Bälle davon zu haben. Sieht so eklig aus. Ich hab doch gar nichts zu dem Aussehen gesagt, ne? Jetzt habe ich es gerade gemacht. Oh, ich hab's gefangen gerade. Ja, ja, ja. Ich hab es gefangen. Das Eternal Pokémon. Du bist so Eternal.
Das war also mega hässlich. Ja. Mehr habe ich dann noch nichts zu sagen für diese Session. Ich würde sagen, wir beenden es an dieser Stelle. Das war Pokémon to Pass. Diese Runde wieder eine kürzere Session. Aber es gibt momentan noch nicht mehr, was ich zeigen kann. Von daher, ich bereite etwas für die nächsten Sessions vor. Oder noch, ich weiß gar nicht, wie viel es noch gibt. Eine vielleicht? Sehe ich ja dann. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao.